sehr gut. Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Bad Nauheim-Friedberg. Paul, darf ich dir ein Mikro überlassen? Guten Morgen. Ja, ich bin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC. Und was wir machen, ist Radtouren und Verkehrspolitik. Eine spannende Mischung. Radtouren, ganz breites Angebot von Feierabendtouren, mal eben schnell irgendwie um Friedberg oder Bad Nauheim drumherum radeln. Und auch touristische Touren, aber auch politische Radtouren, wo wir eben dann, das ist die Überleitung zum anderen Themengebiet, und so neuralgische Punkte in der Verkehrsinfrastruktur anschauen. Verkehrspolitik, da geht es uns darum, dass alle sicher Fahrrad fahren können. Insbesondere auch Kinder, Jugendliche, Senioren und andere Gruppen, die etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen. Da entstehen gerade so spannende Aktionen wie Bici-Busse, wo Kinder gemeinsam mit dem Fahrrad in die Schule fahren können. Darüber erzählen wir gerne was. Und ganz wichtig ist gerade unser aktuelles Thema, der Fahrradklimatest, wo man eben die Radwegequalität, Radverkehrsqualität in der jeweiligen Kommune, insbesondere natürlich jetzt heute hier in Friedberg, beurteilen kann. Unser Stand ist da so ungefähr in der Mitte auf der Kaiserstraßenseite. Kommt vorbei, wir freuen uns. Vielen Dank, Paul. Paul, danke dir. Übrigens, vielen Dank auch nochmal für die großartige Unterstützung im Vorfeld. Paul war nämlich derjenige, muss man sagen, der uns total unterstützt hat, also riesig unterstützt hat bei der Zusammenstellung der ganzen Vereinsvielfalt hier in Friedberg, hat im Internet viel recherchiert, Listen gezogen, zusammengefasst, zusammengestellt. Vielen Dank nochmal dafür, Paul. Das hat uns unsere Arbeit sehr, sehr großartig erleichtert. Danke dir. Ja, einen großen Applaus, wirklich.